Diese dreitägige Panzerschlacht war eine der größten Nervenbelastungen, die ich im ganzen Krieg erlebt habe und auch gemessen an vielen Kämpfen des späteren Russlandfeldzuges eine der schwersten, die wir je zu bestehen hatten. Es war der spätere Vier-Sterne-General der Bundeswehr und Befehlshaber der alliierten Streitkräfte Europa Mitte, Graf Adolf von Kielmannseck, der bei Beginn des deutsch-sowjetischen Krieges Oberstleutnant im Stab der 1. Panzerdivision gewesen war und nach dem Krieg diese Einschätzung abgegeben hatte. Und er hatte damit auch nicht eine der großen Panzerschlachten des Zweiten Weltkrieges angesprochen, sondern die vom 24. bis 26. Juni 1941 dauernde Panzerschlacht bei der litauischen Stadt Rosjeni die in der Landessprache Raseiniay heißt. Diese Schlacht steht im Schatten der darauf folgenden kriegerischen Auseinandersetzungen, verdient aber schon deshalb Beachtung, da in ihr deutsche Verbände zum ersten Mal auf bisher unbekannte, überschwere Panzer der Roten Armee trafen, für die es so gut wie keine Abwehrwaffen gab. Die Schlacht fand statt nur wenige Tage nach Beginn des Unternehmens Barbarossa im Bereich der Heeresgruppe Nord unter der Führung des Generalfeldmarschalls Wilhelm Ritter von Leeb. Seine Heeresgruppe war am 22. Juni 1941 in Ostpreußen zwischen Tilsit, jetzt Sowjetsk, dem Stadtkreis im Regierungsbezirk Gumbinnen und dem Kreis Schlossberg, jetzt Dobrowolsk, mit 20 Infanteriedivisionen, drei Panzer und drei Infanteriedivisionen Mott auf breiter Front nach Nordosten zum Angriff angetreten. Und obwohl sich einzelne sowjetische Verbände der vor der Heeresgruppe stehenden 8. und 11. Sowjetischen Armeen verbissen gewehrt hatten, und auch vereinzelte Luftangriffe der Roten Armee geflogen wurden, war der Grenzwiderstand bereits am Mittag. Des 22. Juni zusammengebrochen. Am Abend waren alle vorgesehenen Tagesziele erreicht worden. Die zur Unterstützung der Heeresgruppe Nord bereitgestellte Luftflotte 1 unter Generaloberst Alfred Keller hatte die Offensive mit ihren Flugzeugen unterstützt. Und bereits am 23. hatten ihre Aufklärer gemeldet, dass vorwärts des Flusses Düna, lettisch Daugava, keine feindlichen Kräfte mehr festzustellen seien. Lediglich südlich von Schaulen, Litauisch Siauliai, nordwestlich von Telche, Telsiai und Kedanen, Litauisch Kedainiai, sowie südlich von Riga konnten noch stärkere kampfkräftige Einheiten festgestellt werden, die allerdings im rollenden Einsatz von der Luftflotte zerschlagen wurden. Ein Großverband der Heeresgruppe Nord war die Panzergruppe 4 unter Generaloberst Erich Höppner. Ihr Auftrag bestand unter anderem darin, nach dem Memelübergang in Richtung auf Schaulen durchzubrechen und danach quasi als Rammbock der Heeresgruppe Nord beim weiteren Vorstoß durch das Baltikum auf Leningrad zu fungieren. Den Vorstoß auf Schaulen innerhalb der Panzergruppe 4 sollte vom 41. Armeekorps unter General der Infanterie Georg Hans Reinhardt durchgeführt werden. Das 41. AK, wie es abgekürzt genannt wurde, bestand aus der 1. Panzerdivision aus Weimar unter Generalleutnant Friedrich Kirchner, der Hamburger 269. Infanteriedivision unter Generalleutnant Ernst von Leiser, der 6. Panzerdivision Wuppertal und der Generalleutnant Franz Landgraf sowie der 36. Infanteriedivision Mott aus Kaiserslautern und der Generalleutnant Otto Ernst Ottenbacher. Nachdem das Korps am 22. Juli die Memel westlich von Tilsit überschritten hatte, strebte es nun dem Raum von Schaulen und Raseinen entgegen. Generalleutnant Piotr Petrovich Sobernikow, Befehlshaber der 8. sowjetischen Armee im Gefechtstand Riga, der Hauptstadt Lettlands, war von der Schwere des deutschen Eingriffs überrascht worden. In seiner Beurteilung der Lage erkannte er im Vorstoß des deutschen 41. Armeekorps Mott die größte Gefahr für seine Verbände. Daher hatte er noch in der Nacht des 22. Juni seinen beiden mechanisierten Korps, dem 3. und 12. befohlen, die Flanken des vorgeprellten deutschen Korps anzugreifen. Allerdings konnte das in Schaulen liegende 12. mechanisierte Korps unter Generalmajor Nikolai Michailowitsch Cestapalov seinen Bereitstellungsraum bei Kedaniay nicht mehr erreichen, da es auf dem Anmarsch durch deutsche Luftangriffe schwer angeschlagen liegen geblieben war. Ich gleich auf das im litauischen Vilna heute Vilnius liegende dritte mechanisierte Korps unter dem Generalmajor der Panzertruppen Alexei Wassiljewitsch kurkin zu sprechen komme. Zunächst ein Blick auf die Struktur dieser Korps. Sie bestanden in der sowjetischen Armee bereits schon lange vor dem Krieg sollten allerdings aus verschiedenen Gründen aufgelöst werden. Als jedoch die Panzervision der Wehrmacht im Feldzug gegen Frankreich einen Sieg nach dem anderen errungen hatten, war in Moskau am 9. Juli 1940 der Auflösungsbefehl wieder rückgängig gemacht worden. Dann hatte Verteidigungsminister Semyon Timoschenko die Aufstellung von zehn mechanisierten Korps angeordnet, denen bald 20 weitere folgen sollten. Diese Truppenkörper waren wohl die größten ihrer Art in den Armeen der Welt. Zwar bestanden sie lediglich aus zwei Panzer und einer motorisierten Schützendivision, hatten aber anfangs eine Stärke von bis zu 37.200 Mann mit 1.108 Panzern davon 420 T34, 126 überschwere KWs 1 und 2 und 560 leichten Panzern wie die T26. Dazu über 300 Geschütze. Allerdings war am 22. Juni 1941 der personelle und materielle Zustand einer erheblichen Anzahl dieser mechanisierten Korps Unbefriedigend. Zum Teil gab es für die Soldaten noch nicht einmal ausreichende Bewaffnung noch Bekleidung. Dazu kam, dass die Kommandeure und Kompaniechefs zu ihren Kampfwagen kaum über Funkverbindung halten konnten, sondern mangels Masse, man mag es kaum glauben, auf das örtliche Telefonnetz angewiesen waren. Das wurde aber von der Stunde 1 des Unternehmens Barbarossa von den deutschen Truppen systematisch zerstört. Auch hatte bei der Mehrzahl der mechanisierten Korps keine Gefechtsausbildung im Rahmen über der Ebene Bataillon stattgefunden. Dazu kam, dass sich die grenzfernen Korps noch in der Umrüstung von den BT-5 und BT-7 auf die moderneren Panzer, Kampfwagen 1 und T-34 befanden. Das alles entschuldigt aber nicht, dass in der ersten Phase von Barbarossa nur wenige Korps. Wie das 8., 9. und 15. anfangs heftigen Widerstand leisteten, während die Mehrzahl der anderen von den Wehrmachtsverbänden regelrecht ausgelöscht wurden, wobei viele ihrer Soldaten auch übergelaufen waren. Ende August waren dann alle mechanisierten Kurs von der Wehrmacht vernichten geschlagen worden und wurden dann von der sowjetischen Führung aufgelöst. Aus Erfahrung klug geworden, stellte das sowjetische Oberkommando ab September 1942 neue mechanisierte Korps auf, die ähnlich wie die bereits ab März 1942 aufgestellten Panzerkorps nun aus vier Brigaden, davon drei mechanisierten Schützenbrigaden und einer Panzerbrigade bestanden. Damit entsprachen die neuen mechanisierten Korps in etwa der einer deutschen Panzerdivision. Zurück in den Juni 1941 und dem bereits erwähnten dritten mechanisierten Korps unter Generalmajor Kokin. Es war einer der besseren ausgerüsteten, umfasste 31.975 Mann, verfügte über 651 Panzer, davon 110 T-34 und KW-1, und gliederte sich in die zweite Panzerdivision, die im Wald um das Gelb gezeigte litauische Dorf Gaitziunai lag südlich von Jonava in Hellgrün. Die fünfte Panzerdivision, die zur Verteidigung der 1944 von der sich zurückziehenden Wehrmacht gesprengten Brücke über dem blau gezeigten Fluss Memel, litauisch Nemunas, in der Nähe von Alitus disloziert war. Diese Brücke verband die südlich der Memel gelegene Stadt Tilsit mit der kleinsten Stadt Litauens Panemune auf der Nordseite und die im Wald im Gebiet des in Gelb gezeigten Ortes Kaisiadoris liegende 84. Mordschützendivision mit 149 Panzern. Am Abend des 21. Juni verlegte sie in Richtung Kaunas, wo sie entlang des... Nefjazis-Flusses, Kaunas von Nordosten abdeckte. Interessanterweise war das dritte mechanisierte Korps bereits am 18. Juni alarmiert und in seine Verfügungsräume verlegt worden, also vier Tage vor dem deutschen Angriff. Gemäß des von der 8. Armee empfangenen Befehls sollte das 3. Korps am 23. Juni seine Ausgangsstellung bei Schaulen gewinnen und am 24. Juni in den frühen Morgenstunden zum Gegenangriff antreten? Der Stoß ihrer 2. Sowjetischen Panzervision unter dem am 26. Juni 1941, 30 Kilometer nordostwärts von Rasanaja gefallenen Generalmajors Jegor Soljankin. Und der 48. Mordschützendivision traf ostwärts Rosinje, die vorrollende 6. deutsche Panzerdivision und der Generalmajor Landgraf. Diese Division gliederte sich in das Panzerregiment 11 mit 1. und 2. Abteilung und der Panzerabteilung 65 mit 47 Kampfwagen 2, 155 tschechischen Beutekampfwagen 35T von Skoda. Hauptbewaffnung eine 3,7 cm Kampfwagenkanone 34, die als Pack im Verlaufe des Krieges als Heeresanklopfgerät bezeichnet wurde, 30 Panzerkampfwagen 4 mit der kurzen Turmkanone 7,5 cm KWK 37 sowie 12 Panzerbefehlswagen verschiedener Hersteller und Baumuster. Aber kaum waren die beiden Kampfgruppen der 6. Panzerdivision, die des am 23. September 1944 im französischen Lagarde als Kommandeur der Panzerbrigade 113 gefallenen und posthum zum Generalmajor ernannten Oberstleutnants Erich von Seckendorf und die Kampfgruppe des Obersten Erhard Raus, am 24. Juni auf die sowjetischen Verbände des Dritten Mechanisierten Korps gestoßen, sollte es zu Begebenheiten kommen, die nachhaltige Wirkung für den weiteren Kriegsverlauf und die Waffenproduktion haben sollte. Denn als die deutschen Verbände von den überschweren sowjetischen Panzern der Typen KW-1 und KW-2 beschossen wurden, waren weder die deutschen Panzerkampfwagenkanonen noch die 3,7 oder 5 cm Panzerabwehrgeschütze der Panzerjäger in der Lage gewesen, die Panzerung dieser schweren gepanzerten Kampffahrzeuge zu durchschlagen. Was zunächst zu einem regelrechten Panzerschock geführt hatte und teilweise sogar zu leichter Panik. So berichtete das Kriegstagebuch der 6. Panzerdivision am 24. Juni 1941. Um 6 Uhr stellt sich heraus, dass auch 5 cm Panzerabwehrkanone die feindlichen Panzer nicht durchschlägt. Orientierung durch den nach vorne gefahrenen Divisionskommandeur ergibt um 9 Uhr folgendes Bild. Meldung über Unverwundbarkeit der schweren Feindpanzer ist bestätigt. Circa sieben bis acht fahren diesseits der Dubissa im Raum der Kampfgruppe von Seckendorf herum, verwirrungsstiftend, eigene Waffen zermalmend. Von ihrer Bewaffnung 4,5 und 7,5 sowie zwei Maschinengewehren machen sie nur selten Gebrauch. 3,7 und 5 cm Pack haben sie überrollt und vernichtet. Das Kratzschützenbataillon 6 ist nicht mehr einsatzfähig. Ein Erlebnis besonderer Art hatte in der 6. Panzerdivision die Kampfgruppe raus. Sie bestand aus dem Panzerregiment 11, einem Bataillon des Schützenregiments 4 Mott, der zweiten Abteilung des Artillerieregiments 76, einer Kompanie des Panzerpionierbataillons 57, einer Kompanie des Panzerjägerbataillons 41, einer Batterie des zweiten Bataillons des Flakregiments 411 und dem Kratzschützenbataillon 6. Während ihres Vordrängens war die Kampfgruppe auf der nördlichen Verbindungsstraße nach Rasania auf einen einzelnen KW-2 gestoßen. Andere Quellen sprechen von einem KW-1, dem es tatsächlich gelungen war, die 6. Panzervision einen Tag lang in ihrem Vormarsch anzuhalten. Dabei hatten die Soldaten der deutschen Verbände mit allem, was sie zur Verfügung hatten, erfolglos auf dieses Ungetüm geschossen. Hier zeigt 1984 ein Unbekannter auf die damalige Position des Panzers. Nachdem der KW2 dann zwei 5 cm Pack vernichtet und die anderen Geschütze der Batterie beschädigt hatte, hier das Originalfoto, war eine 8,8 Flugabwehrkanone herangebracht worden, die auch mehrere Treffer landen konnte, die aber nicht zum Erfolg geführt hatten. Dafür vernichtete der KW-2 durch Beschuss die 8,8. Nun pirschten sich in den Nachtstunden unter Führung eines Kompaniechefs aus dem Panzerpionierbataillon 57 zwölf Pioniere zum Panzer und zündeten sowohl unter ihm und am Geschütz Sprengladungen, aber bei Sonnenaufgang setzte der KW2 seinen Beschuss der ratlosen deutschen Soldaten fort. Daraufhin nahm ein neu herangebrachtes 8,8 Flageschütz den Panzer von rückwärts unter Feuer und beschädigte ihn mit acht Treffern, worauf sein Schießen einstweilen verstummte. Vielleicht war dem KW-2 ja auch nur die aus 36 Panzergranaten bestehende Munition ausgegangen. Als dann die neugierigen deutschen Soldaten sich das gepanzerte Ungetüm von nahem betrachteten, stellten sie mit Erschrecken fest, dass außer den beiden 8,8 Einschüssen die anderen Flageschosse in der Panzerung lediglich fünf tiefe Einbuchtungen der 8,8 Zentimeter Granaten hinterlassen hatten sowie acht schwarze Flecke, die von den fünf Zentimeter Pack herrührten. Und die Ergebnisse des Pioniersprengtrupps waren lediglich eine Aussprengung an der Kette und eine seichte Delle am 152 Millimeter Geschütz des Panzers. Spuren vom Beschuss durch die eigenen Panzer wurden überhaupt nicht gefunden. Während der Besichtigung durch die deutschen Soldaten und deren Fachsimpeln begann sich plötzlich der Turm zu drehen da die tapfere sechsköpfige Besatzung durch die in den Turm eingedrungenen zwei Treffer wohl nur für eine kurze Zeit betäubt außer Gefecht gesetzt worden war. Daraufhin steckte ein deutscher Soldat Handgranaten in zwei der Einschusslöcher, worauf durch die Detonation im Inneren die Luke des Panzers aufsprang. Nachdem die durch die Sprengung gefallene Besatzung vermutlich unter dem Befehl des Leutnants Wladimir Asmirnov geborgen worden war, wurde sie von ihrem deutschen Gegner in der Nähe des Panzers mit militärischen Ehren bestattet. Allerdings hatte die Rote Armee die Überlegenheit ihrer nach dem von 1925 bis 1940 amtierenden sowjetischen Verteidigungsministers Klement Woroschilow benannten KW 1 und 2 nur in der ersten Phase der Schlacht ausnutzen können, bei der die den sowjetischen Hauptstoß aushalten müssende 6. Panzerdivision zwar Rückschläge und auch empfindliche Verluste hatte, aber keinen Meter Gelände preisgegeben hatte. Als das sowjetische dritte Mechanisierte Korps auf die 6. Panzerdivision gestoßen war, hatte das 41. Armeekorps unter General Reinhardt, zwei von links, sich sofort auf die gefährliche Situation eingestellt. In richtiger Beurteilung, dass der Angriff nicht auf die Flanken seines Korps treffen würde, sondern genau auf seine Front, traf er operative Maßnahmen. Zunächst wurde die rosa gezeigte 1. Panzerdivision unter Generalleutnant Kirchner, die bereits auf den Fluss Dubissa vorstieß, um 180 Grad gedreht. Dann schob sich die 36. Infanteriedivision Mott unter Generalleutnant Otto Ernst Ottenbacher nach Nordwesten und übernahm den Flankenschutz. Schließlich zog hinter der durch den bemerkenswerten Einsatz des einzelnen KW2 liegen gebliebenen 6. Panzerdivision mit ihren hellgrün markierten Kampfgruppen S wie Seckendorf und R. wie Reuß, die 269. Infanteriedivision unter Generalmajor von Leiser nach Osten über die Dubysar und schwenkte dort nach Norden ein. Wogten aber die Kämpfe am 25. Juni noch mit wechselnden Erfolgen hin und her, gewannen die deutschen Verbände dank ihrer Kampferfahrung und Feuerdisziplin stündlich stärker die Oberhand. Eine sowjetische Verteidigungsstellung nach der anderen in Rot markiert, einschließlich der wichtigen Brücken in Hellgrün, konnten genommen werden. Am Morgen des 26. Juni um 8.38 Uhr konnten sich die Spitzen der 1. Panzerdivision mit der der 6. Panzerdivision verbinden. Damit war der Ring um das sowjetische dritte mechanisierte Korps geschlossen, das anschließend vollständig vernichtet wurde. Am Abend war die erste und übrigens auch die einzige Panzerschlacht größeren Ausmaßes im Nordabschnitt der Ostfront beendet. Die Rote Armee hatte Hunderte von Panzern, auch T-34, KW1 und 2, einschließlich ihrer Besatzungen verloren und ca. 4000 Fahrzeuge aller Art. Das 41. Armeekorps Mott dagegen hatte die Schlacht mit relativ geringen Ausfällen überstanden, hatte allerdings fast drei Tage lang quasi auf der Stelle treten müssen und damit den Anschluss an das nach Dünerburg vorgerückte 56. Armeekorps des Generals der Infanterie von Manstein, zweiter von rechts, vorerst verloren. Abschließend kann zur Panzerschlacht von Rosigny vom 24. bis 26. Juni 1941 festgestellt werden, dass die mangelnde Fähigkeit, die schwer gepanzerten sowjetischen Kampfpanzer zunächst nicht wirksam bekämpfen zu können, bei Führung und Truppe anfangs eine Schockwirkung ausgelöst hatte. Allerdings war diese Krise beendet worden, als die ersten Feindpanzer brannten und ihre Schwerfälligkeit, die technische Anfälligkeit und die mangelhafte Führung erlebt worden war. Diese Bilder vor sich gewann die Truppe ihr altes Selbstvertrauen zurück. Nur bei den Panzerverbänden wirkte das ungute Gefühl eigener Schwäche noch so lange nach, bis sie beim Gegenstoß und der anschließenden Verfolgung erkannten, dass sie in ihrer Schnelligkeit und taktischen Wendigkeit dem Feinde überlegen waren. Die Schlacht zeigte aber auch die typischen Formen der russischen Kampfweise, die von jener der Deutschen wesentlich abwich und von Oberst Erhard Raus in einer 1950 angefertigten Studie so beschrieben worden war. Die Masse quoll weiter, bis der Vorrat an Menschen aufgebraucht war. Erleichtert waren die Kämpfe durch die auffallende Untätigkeit der sowjetischen Luftwaffe, was zurückzuführen war auf deren vorangegangenen Verluste, auf die starke Überlegenheit der deutschen Jagdflieger, und auf den schnellen Vorstoß der Panzerverbände der Wehrmacht, der die Geschwader der Roten Armee immer wieder zu übereilten Verlegungen ihrer Feldflugplätze nach rückwärts gezwungen hatte. Nur in Berlin war man nicht amused. Bei einer Inspektion eines erbeuteten KW-Panzers mit seiner 7,5 Zentimeter starken Panzerung durch das in der Berliner Jedemstraße eins liegenden Heereswaffenamtes am 25. Juni wurden die deutschen Panzerbauer vom Oberbefehlshaber der Wehrmacht lautstark dafür kritisiert, nicht selber etwas Ähnliches entwickelt zu haben. Kurz darauf erhielten dann die deutschen Panzer- und Geschützfabriken wie Rheinmetall, Henschel und Krupp Aufträge, sowohl schwere als auch besser bewaffnete deutsche Kampfpanzer zu entwickeln.